und was auch immer euch an Unheil trifft, es ist durch das, was eure Hände vorausgeschickt haben, durch eure Sünde. Abu al-Bara, in dieser Aya ist doch klar und deutlich, dass Allah die Leute nur mit dem bestraft an Unheil, an Unglück, was ihre Hände vorausgeschickt haben an Sünden. Das heißt, warum soll das extrem sein? Weil wir auch andere Beweistexte haben, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wurde gefragt, welches sind die am härtesten geprüftesten Yawm al-Qiyamah? So sagte er, die am härtesten geprüftesten sind die Propheten. So, jetzt haben wir schon mal ein ganz anderes Bild. Weil, wenn das nur Strafe wäre, eine Prüfung, ein Unglück, so wären die Propheten diejenigen, die am härtesten, bestraftesten von Allah. A'udhu billah. Denn die Propheten waren die besten Menschen, die reinsten Menschen, die Menschen, die den Sünden aus dem Weg gegangen sind. Wie können wir sagen, dass diese Leute von Allah eine Strafe bekommen haben in dem Sinne? Sheikhul Islam, rahimullah ta'ala, sagt in Jami' al-Rasail, dass du mit einer Prüfung Allah subhanahu wa ta'ala triffst, das bedeutet, du warst geduldig und hast den Lohn erhofft für diese Prüfung, mit so einer Prüfung Allah zu begegnen, mit so einem Schicksalsschlag Allah zu begegnen, ist besser als eine Gnade von Allah zu bekommen, die dich Allah vergessen lässt. Allahu Akbar. Damit wir dieses bi'idhnillah ta'ala richtig verstehen, liebe Geschwister, es gibt Leute, der wird geprüft durch eine Prüfung, zum Beispiel eine Krankheit, eine schwere Krankheit. Möge Allah azzawajal den Muslimen Heilung, schnelle Heilung geben. Allahumma amin. Er bekommt eine schlimme Krankheit. Durch diese Krankheit kehrt er zurück zum Wege Allahs azzawajal. Und das ist bei sehr vielen Leuten schon passiert, wie ihr selber wisst, liebe Geschwister. Diese Prüfung, sagt Sheikhul Islam, ist besser für den Gläubigen, als dass er vielleicht absolute Gesundheit bekommt, fast nie krank ist, und dadurch vergisst er Allah subhanahu wa ta'ala.